das macht Spaß. Oh, was ist das? Sieh sie dir an. Emma, leg das weg. Nene. Hör sofort auf damit, Fräulein. Hörst du mir überhaupt zu? Oh oh, ihr Auge macht dieses seltsame Zucken. Das bedeutet Ärger. Ganz ruhig. Versuch das mal. Gib mir das. Ach, ich spüre, wie die Spannung nachlässt. Oh, das fühlt sich schon besser an. Du verstehst mich einfach, mein Lieber. Warte, ich glaube, ich kann das benutzen. Ich beginne damit, einen Baum zu zeichnen. Man muss die Natur lieben. Dieser schwarze Stift ist perfekt für die Äste und den Stamm. Das sieht gut aus. Jetzt nehme ich ein kleines Quadrat aus Luftpolsterfolie und tauche es in Farbe. Ich mische Rosa und Weiß. Ich tupfe sie über die Zeichnung. Es ist ein wunderschöner Blütenbaum. Gefällt er dir, Emma? Ups, ich Dummerchen. Wow, Mom, der ist toll. Hey, vielleicht kann ich das auch verwenden. Ich weiß, was zu tun ist. Wie sehe ich denn aus? Ich würde sagen, ich sah nie besser aus. Ich bin ein Kunstwerk. Bist du ein Scherzkeks? Das ist toll, Papa. Der Gewinner ist Mama. Schon wieder? Wow, was für eine Ehre. Wirklich? Lass mich diese Luftblase zerplatzen. Was riecht hier so? Es stinkt. Es kommt von hier drüben. Es wird stärker. Igitt, ich hätte es wissen müssen. Was ist los? Das ist mein natürlicher Geruch. Es riecht gut. Ich habe genau das Richtige, um dieses Problem zu lösen. Benutzt das. Eine Menge. Wenigstens riechst du so nicht mehr. Danke. Es ist wie in der Nacht, in der wir uns kennengelernt haben. Meine persönliche Hygiene war in dieser Nacht auch schlecht. Es war so romantisch. Küss mich. Als ob ich dazu jemals Nein sagen würde. Igitt, das ist ja so ekelhaft. Hä? Oh, hey, hi, mein Schatz. Tut uns leid. Was soll ich jetzt tun? Moment. Ich habe eine Idee. Hör dir das an, Schatz. Was machen die da? Verstehst du? Jetzt sollten wir anfangen. Zuerst nehme ich das Deodorant auseinander. Einfach so. Jetzt fülle ich den Behälter mit Farbe. Dann setze ich die Rolle wieder auf. Wenn ich ihn auf das Papier drücke, kommt Farbe heraus. Es ist wie mit einem Malpinsel. Und es ist toll, um ein Bild zu schaffen. Sieh dir das an. Es verdient einen Rahmen. Sieh dir das an. Es ist wundervoll. Es ist ein gemeinsames Projekt. Wow. Wir können es im Wohnzimmer aufhängen. Es könnte Omas Foto ersetzen. Benimm dich. Es ist unentschieden. Wohlverdient. Das verdient einen Schnellkuss. Oh, ich bin so müde. Emma, juhu. Haha, Mama. Ich mach nur kurz meine Augen zu. Schau, ich kann meine Nase mit der Zunge berühren. Siehst du, was für ein Talent ich bin. Kannst du das? Ich hab ein Auge auf dich. Oh je, Rosa steht dir. Ich fühle mich so lebendig. Daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist toll, Papa. Aber mach nicht so einen Lärm. Ich hole jetzt meinen Schönheitsschlaf nach. Ich dachte, das würde funktionieren. Wir haben unser Bestes gegeben. Wie wär's mit Schattenspielern? Schattenspielern? Ziemlich cool, oder? Warum hast du nicht damit angefangen? Das ist so unterhaltsam. Ach, die alten Schattenpuppen. Aber das sieht gar nicht so schwer aus. Oh, ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand auf das Papier. Dann zeichne ich um sie herum. Jetzt muss ich nur noch die Details hinzufügen. Wie ein paar Augen. Es ist ein Drache. Aber er ist noch nicht fertig. Er braucht etwas Farbe. Die Flamme darf ich nicht vergessen. Schau dir das an. Wow. Ich dachte, dir gefällt es. Ich werde mich an Ballonkunst versuchen. Das ist ein Hund. Hey, bleib zurück. Lauf weg. Was für eine Show. Ihr habt beide gewonnen. Oh, schau mal. Toll. Ich möchte, dass meine Haare schön aussehen. Ich weiß. Fangt. Was sollen wir denn damit machen? Ich weiß. Ich könnte diese Bleistifte gebrauchen.
und eines dieser Haarbänder. Ich denke, das könnte klappen. Ich wickle das Haarband um zwei Bleistifte. Ich muss sicherstellen, dass sie sicher sind. Ich bringe einen zweiten Bleistift am anderen Ende an. Ich werde einen Bleistift über diese Cupcake-Zeichnung legen und dann um sie herum zeichnen. Der zweite Bleistift wird eine Kopie erstellen. Jetzt muss ich es nur noch ausmalen. Ich achte darauf, auf den Linien zu bleiben. Das wird toll aussehen. So, ich bin fertig. Gefällt es dir? Das ist meins. Lass mich das mal sehen. Wow, das ist ziemlich schlau. Ich frage mich, was ich tun kann. Ich füge diese Bleistifte zusammen und benutze sie als Katapult. Nimm das! Vorsichtig! Hör auf damit! Autsch! Au! Mir ist schwindelig. Das hast du irgendwie verdient. Guter Schuss, Papa! Es gibt aber einen klaren Gewinner. Das ist so nett, Schatz. Wo bin ich? Oh, du bist so ein Spaßvogel. Oh, diese Buntstifte sind schön. Hier, Mami. Guter Wurf. Ich hab ihn. Das ist zu einfach. Oh, ich war vielleicht ein bisschen aufgeregt. Die sind alle kaputt. Viel Glück damit. Ist schon gut. Ich habe diesen Kleber. Ich bin gut im DIY. Sie werden so gut wie neu sein. Probieren wir es aus. Tu so, als ob das nicht passiert wäre. Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Ich kann das hier verwenden. Das ist ein Scherz, oder? Das wird nicht funktionieren, Papa. Zumindest versuche ich es. Es gibt nur eine Lösung dafür. Schatz, leg den Hammer weg. Ich weiß, was ich tue. Moment mal. Ich habe eine bessere Idee. Ich werde die Buntstifte über diese Schmetterlingsschablone streuen. Dann wird eine Plastikfolie darüber gelegt. Jetzt muss ich meine Verspannungen lösen. Das ist meine Art von Kunst. Wir müssen später darüber reden. Ich werde mich auf meine eigene Kunst konzentrieren. Das ist gar nicht so schlecht. Ich bin auch fertig. Ich entferne die Schablone. Das sieht doch gut aus. Gefällt es dir? Oder gefällt dir meine Wassermelone? Oh, das ist nicht einfach. Es ist unentschieden. Das nehme ich an. Gut gemacht, Schatz. Zwei unterschiedliche Stile, aber eine Menge hervorragender Kunst. Was war dein Favorit? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren. Ich freue mich so auf Kunst. Okay, Klasse, heute malen wir eine Katze. Seht nur, wie süß sie aussieht. Na dann, fangt an. Oh, das ist schwer. Das ist ihr Schwanz. Wow, das ist hässlich. Fertig! Ist nicht mein bestes Bild, aber für die Schule reicht's. Was? Das ist unglaublich! Was für ein Tag! Gib das her! Oh, die schenke ich dir. Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Wenn ich den Gummi um die Stifte binde und dasselbe hier mache, dann kann ich die Katze in meinem Notizbuch nachfahren. Es funktioniert. Solange ich den Linien folge, habe ich eine perfekte Kopie. Wow, das sieht toll aus. Echt gut. Ich bin beeindruckt, Cheryl. Danke, ich bin ein Naturtalent. Eine 2? Wundervoll, wie immer, Luna. 1+. Mach weiter so. Danke. Oh nein, er druckt wieder. Psst, hör auf. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich hasse Kunst. Das ist Charlie, meine kleine Prinzessin. Schön, dich kennenzulernen. Oh, du bist ja eifrig. Bringen wir es hinter uns. Wow, was ist das denn für eine Einstellung? Das ist ein harter Brocken, Dad. Ich muss los. Kümmert euch um mein kleines Mädchen. Ist uns ein Vergnügen. Das sollte genug sein, andernfalls. Juhu, ich liebe dich, mein Schatz. Ich fahr zum Strand. Ich weiß, ihr werdet die besten Freunde. Ja,
Das wird nicht passieren. Niemals. Auf gar keinen Fall. Ist das nicht lustig? Es geht nichts über einen guten Film. Mir ist langweilig. Oh, mein Magen knurrt. Ich brauche was zu essen. Hä? Was hast du gesagt? Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Bin gleich wieder da. Wo geht sie hin? Sie ist so nervig. Ich habe hier leckere Snacks für dich. Wie wär's mit einer knackigen Karotte? Du machst Witze, oder? Okay. Tomate? Bäh. Apfel? Der könnte gut sein. Sieht jedenfalls so aus. Ich liebe Äpfel. Ah, mein Zahn! Okay, das ist interessant. Sehe ich cool und gefährlich aus? Oh, keine Panik, ich rufe den Zahnarzt an. Hey, entspann dich. Ich mag diesen Look. Was ist ihr Problem? Oh, muss ich mich um alles kümmern? Gib den her. Was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Halt still. Ich bin nicht so gut im Zielen. Aber ich habe geübt. Zielen? Hä? Ist das dein bester Wurf? Beim nächsten Mal wirst du treffen. Der hat nicht gezählt. Jetzt treffe ich. Die Kerze gefällt mir sowieso nicht. Du bist echt schlecht in sowas. Ich bin nicht gut unter Druck. Machen wir es interessanter. Los geht's. Wow! Warte mal. Wie hast du das gemacht? Was ist hier los? Ah! Ich muss was dagegen tun. Du kommst mit mir mit. Das darf nicht nochmal passieren. Dieser Schneider ist die Lösung. Der macht den Apfel Shelly sicher. Ich leg den Apfel hier hin. Dann kommt der Schneider obendrauf. Jetzt drücke ich den nach unten. Und der schneidet den Apfel in Stücke. Guck's dir an. Hier für dich. Wow, das ist ziemlich cool. Warte mal. Was starrst du so? Augen weg von meinen Cookies. Hey, ich krieg Apfel und sie Cookies? Das ist doch ungerecht. Aber mehr Apfel für mich, schätze ich. Endlich ist es soweit. Shelly hat Geburtstag. Wir haben eine Menge zu tun. Ist das nicht aufregend? Komm mal wieder runter. Der Ballon passt hier gut hin. Alles muss schön bunt werden. Und wir brauchen eine leckere Torte. Happy Birthday! Ihr habt das für mich gemacht? Wow, unglaublich! Die Partydekoration ist interessant. Alles selbst gemacht. Hoffe, es gefällt dir. Es ist schließlich dein besonderer Tag. Ich sollte mir wohl was wünschen. Ich hab's. Hoffe, der wird wahr. Juhu, lasst uns feiern. Das wird ein Riesenspaß. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich hab was für dich. Habe ich selbst ausgesucht. Wow, das wäre nicht nötig gewesen. Das ist wirklich für mich. Was da wohl drin ist? Oh, eine Puppe. Hättest du nicht tun müssen. Im Ernst, das hättest du nicht tun müssen. Ich habe auch ein Geschenk. Du wirst es lieben. Ist viel besser als diese dumme Puppe. Okay. Es lebt aber nicht, oder? Ich werde langsam nervös. Was zum... Es ist ein Schädel. Ich will's doch nicht. Ist für dich. Aber das habe ich für dich besorgt. Das kommt von Herzen. Ist okay, glaub mir. Okay, dann behalte ich es. Du verpasst was. Als ich in deinem Alter war, hätte ich gerne eine Guillotine bekommen. Schau dir nur diese Handwerkskunst an. Was? Eine Guillotine? Was macht die denn? Ich hatte gehofft, dass du das fragst. Ich werde es dir zeigen. Ich brauche ein Opfer. Ich meine, einen Freiwilligen. Mach's dir bequem. Das könnte ein bisschen wehtun. Bereit für den coolen Teil? Meine Puppe! Tada! Das nennt man Verbesserung. Was habe ich da gerade gesehen? Das ist voll cool. Willst du mich verarschen? Oh, das hat wehgetan. Mir geht's gut. Nein, doch nicht. Und die tapfere Prinzessin rettete den verängstigten Prinzen und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich kann kaum noch meine Augen offen halten. Die Geschichte ist so langweilig. Oh, sie sieht so süß aus. Mein Herz ist voller Liebe. Süße Träume. Was ist hier los? Ist da jemand? Shelly. Komm zu uns, Shelly. Was? Nein, geh weg. Ich kann Karate. Shelly?
Oh nein, nicht unter meiner Aufsicht. Dich mache ich fertig. Zeig dich. Was zum... Runter damit. Überraschung. Raus mit dir. Ich wollte nur helfen. Ich bin echt wütend. Alles in Ordnung. Warte, lass mich nicht alleine. Ich will nicht alleine sein. Lass mich nachdenken. Vielleicht habe ich was in meiner Tasche. Mal sehen. Wie ist das da reingekommen? Was habe ich sonst noch? Oh, Chris. Das hast du nicht gesehen. Warte, Rasierschaum? Hier könnten noch mehr Monster sein. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss noch was ändern. Hoffe, das klappt. Guck mal, was ich habe. Ein Anti-Monster-Spray. Alle Monster hassen das. Wirklich? Dieses Ding? Funktioniert das? Hör auf. Nimm das. Stell die Dose hin. Okay, schätze, ich habe das verdient. Ich dachte, du wärst... Ups. Schon gut. Mein Fehler. Das riecht gut. Nee, ich muss mich übergeben. Mach aber nicht schmutzig. Okay, das war lustig. Ich hab sie voll erwischt. Das hast du. Wow, diese ganzen Spielsachen. Wie krass. Ein echter Roboter. Der ist so cool. Mami, 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 was willst du? Kann ich diesen Roboter haben? Ja, schön, ich denke schon. Das hört wohl nie auf. Hi, ich nehme diesen supergeilen Roboter. Warte mal, was ist das denn? Sieht das noch jemand? Mom, ich will doch was anderes. Ich will die gruselige Puppe. Nein, wir gehen jetzt nach Hause. Aber die Puppe. Wow, der Junge war ja nervig. Was ist hier los? Das gefällt mir gar nicht. Jetzt fühle ich mich besser. Wo kommst du denn her? Du bist doch nur ein Hirngespinst, oder? Das ist komplett durchgeknallt. Ruf mich an. Ich glaube, ich arbeite zu viel. Das ist ungerecht, Mom. Du hast den Roboter bekommen, oder? Ja, stimmt schon. Aber ich wollte lieber die Puppe haben. Tja, das Leben steckt voller Enttäuschungen. Hä? Was war das? Ist da jemand? Mom, bist du das? Wow. Hey, warum guckst du mich so komisch an? Keine Angst, Liam. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Aber wo? Ach je, was mache ich nun? Da bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht. Was willst du? Ist das mein Ende? Ich will zu meiner Mom. Was machst du denn da, Liam? Ich werde dir nicht wehtun. Komm, gib mir deine Hand. Versprochen. Komm, wir gehen. Du scheinst nett zu sein. Ich hasse Staub. Das Haus muss blitzblank sein. Was muss noch gereinigt werden? Oh, was für ein Durcheinander. Liam räumt seine Lego-Steine nie weg. Scannen. So wird das nichts. Protokoll für verstreutes Spielzeug aktivieren. Schon besser. So etwas stresst mich immer so. Nun kann ich den Teppich wieder sehen. Aber für wie lange? Seine Steine lege ich hier hin. Aber ich habe noch zu tun. Es gibt noch so viel zu entstauben. Glänzt das Haus, glänzt auch der Geist. Gleich bin ich fertig. Total mies, ich habe seine Haare verloren. Glatze sieht nie gut aus. Oh, vielleicht sind sie da drin. Ich guck mal. Nee, ich muss sie rausholen. Nun sehe ich alle Teile. Hey, sind die das? Genau, wonach ich gesucht habe. Sieht wieder gut aus. Nun kämpfe gegen die bösen Jungs. Auf geht's. Ich dachte, ich hätte Liam gehört. Was zum... Ich habe hier eben aufgeräumt. Das kann einfach nicht wahr sein. Es gibt nur eine Person, die dafür in Frage kommt. Liam. Na los. Hey, rein mit dir. Na gut, was willst du? Nicht bewegen. Das werde ich genießen. Was hast du vor? Was ist hier los? Ich umwickle dich mit Klebeband. Aber die klebrige Seite zeigt nach außen. Wow, mir wird ganz schwindelig. Das ist deine eigene Schuld. Wow, wo bin ich? Ich helfe dir auf. Gut gemacht, du hast sie aufgesammelt. Hey, guck mal. Ich bin ein Lego-Männchen. Das war voll cool. Hat Spaß gemacht. Und das Haus ist endlich sauber. Hey, Lust auf was Lustiges?
Na los. Das nimmt wohl nie ein Ende. Na komm schon, du bist langweilig. Meine Arbeit ist nie erledigt, aber es könnte schlimmer sein. Ich könnte noch im Laden stehen. Der Boden sieht gut aus. Ich stelle den Warnhinweis auf. Man kann nie vorsichtig genug sein. So, ich bin ziemlich zufrieden. Was steht noch auf der Liste? Dieses Game ist voll cool. Wenn ich da nur besser drin wäre. Wow, was ist hier los? Schön in Bewegung bleiben. Hey, ich hab den Rhythmus raus. Oh yeah, das ist es. Phew, war das knapp. Was ist das? Okay, das erklärt alles. Und bringt mich auf eine Idee. Das wird grandios. Hier ist ein guter Startpunkt. Und los. Und schlittern. Wow, das ist das Coolste, was ich je gemacht habe. Wow. Oh, oh, das klang nicht gut. Keine Panik, ich komme. Bist du okay, Liam? Scheinbar nicht. Mayday, Mayday. Hey. Oh, Liam, was hast du getan? Gib mir die Socke, komm. Die wird das Problem lösen. Offensichtlich war das Schild nicht genug. Zum Glück weiß ich, was zu tun ist. Dafür brauche ich nur die Klebepistole. Mit der male ich ein Herz auf die Socke. Und noch eins hier. Was fehlt noch? Ah, ich setze noch zwei Punkte. Das habe ich auch mit der zweiten Socke gemacht. Die hier sind für dich. Sie werden verhindern, dass du ausrutschst. Socken? Oh, danke. Na gut, spiele ich halt mit. Die sind schön weich. Dann mache ich mal einen Testrutscher. Hey, die sind echt gut. Machst du mir was zu essen? Ich habe voll Hunger. Gut Ding will Weile haben. Ja, schon klar. Das war's? Das hat so lange gedauert. Na los, probier mal. Muss ich? Ich will das doch gar nicht. Na los, iss das. Nein, ich will nicht. Was mache ich denn jetzt nur? Ich bin gleich wieder da. Hey, lass dir ruhig Zeit. Eklig. Versuchen wir mal was anderes. Ich muss das nur aufbauen. Hey, sind das meine Zuggleise? Ich bin verwirrt. Was machst du da? Das wirst du gleich sehen. Ich muss nur die Strecke vorbereiten. Das wird das letzte Stück. Aber eine Sache fehlt noch. Der Zug. So wird das etwas. Und wir brauchen noch Waggons. Ich liebe Züge. Koppeln wir sie an. Das Bahnhofsgebäude darf natürlich auch nicht fehlen. Und Bäume auch nicht. Oh, hier sind die Warnsignale. Ja, das gefällt mir voll. Der Zug hat eine besondere Ladung. Und zwar diese Soßennäpfe. Was? Voll cool. Jeder Zug braucht einen Speisewagen. Sieht lecker aus. Hey, was machst du da? Ich hole nur die Chips. Ich weiß doch, dass du die magst. Du kennst mich so gut. Und nun ist der Zug abfahrtbereit. Tuff, tuff, gute Fahrt. Wow, voll faszinierend. Oh, ich weiß, ich koste mal diesen Dip. Schmeckt gut. Ich wünschte, jedes Essen wäre so. Ich find's voll cool. Wusste ich doch, dass das klappen würde. Versuchen wir das nochmal. Er fährt ein. Und hier kommt das Essen. Ich stell's mal in die Mitte hinein. Denk dran, alles aufzuessen. Wird gemacht. Die Trauben sehen lecker aus. Warum ist mir das nicht schon früher eingefallen? Ich könnte das den ganzen Tag angucken. Und weißt du was? Das mache ich auch. Da kommt die Soße. Nicht mehr lange und wir sind fertig. Oh, hier ist es irgendwie unheimlich. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Beruhig dich, alles wird gut. Wie lange wird es noch dauern? Alles klar, du bist fertig. Oh, sie sieht so cool aus. Okay, ich schaffe das auf jeden Fall. Sei mutig. Hey, wonach suchst du? Eine Sekunde. Kannst du das auf meinen Arm machen? Oh, sorry. Nö.
Nein, aber warum? Lies die Schilder, du musst 21 sein. Sorry, ich mach nicht die Regeln. Oh, okay, na gut, dann gehe ich wieder. Das ist eine gute Idee. Hey, wer ist der Nächste? Das ist nicht fair. Ich war so mutig, dorthin zu gehen. Und jetzt verläuft dann noch mein Make-up. Heute war der schlimmste Tag. Sie war nicht mal nett zu mir. Ich kann mich nicht erinnern, das gekauft zu haben. Warte, ich denke, das kann helfen. Ich muss noch eine Schablone machen. Okay, und jetzt auf den Arm, wo ich es hinhaben will. Jetzt zum Kleber. Ich verteile ihn einfach mit dem Pinsel. Fertig. Als nächstes Glitzer. Ich muss aufpassen, dass ich keine Stelle auslasse. Ich verteile es gut, damit es auch schön glatt wird. Genau so. Jetzt kommt die große Enthüllung. Das ist so süß. Nur noch den zusätzlichen Glitter wegpusten. Wow, das ist toll geworden. Davon brauche ich definitiv ein paar Bilder. Ich muss das auf jeden Fall auf Instagram posten. Oh nein, Mama kommt. Ich mache das lieber ab. Uff, das geht nicht ab. Oh, schau dich an. Tu mir einen Gefallen und räum hier auf. Wird gemacht. Hab dich lieb, Mama. Puh, das war ganz schön knapp. Oh, Menno, wir sehen voll öde aus. Das nervt. Wow, hey, was ist denn da passiert? Ah, das ist so bunt, genau in meinem Gesicht. Ah, das wird immer mehr. Diesmal ist es blau. Oh, was war das denn? Das war voll cool. Jetzt sind wir beide in Farbe eingetaucht. Ich liebe Malen. Es ist so entspannend und schön. Und nun benutze ich hellrosa. Die ist sehr schön. Ich habe eine Nachricht bekommen. Mal sehen. Eine Regenbogenparty? Das wird super. Ich freue mich. Okay, zuerst muss ich das passende Outfit finden. Ups, Pinsel. Also dann, Kleiderschrank. Was hast du zu bieten? Oh, das ist nicht gut. Die Farbe steht mir nicht. Oh Mann, was ziehe ich denn für die Party an? Ich habe nichts mit Regenbogen. Oh Moment, meine Farben, das wird kunterbunt. Die Farben werden mich retten, das ist voll genial. Also dann, Zeit für Regenbogenfeeling. Ich nehme beide Farben gleichzeitig und mal damit auf meinem Augenlid. Und nun Zeit für einen Farbwechsel, die kommen hier hin. Das sieht gut aus, aber es ist eine Regenbogenparty, es muss also noch bunter sein. Für diesen Teil brauche ich einen noch größeren Pinsel. Okay, diese Farben landen auf dem Pinsel, der bereits zum Einsatz ist. Perfekt, auf die Lippen damit. Gut, im nächsten Schritt brauche ich grüne Mascara. Wie cool! Ich muss nur darauf achten, dass die Farbe auf den Wimpern landet. Ich hab's! Es fehlt noch Augenbrauenfarbe. Wie wär's mit Orange? Und so kommen die Augenbrauen auch in Form. Das sieht richtig gut aus. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Fertig! Und jetzt noch ein bisschen mehr. Oh mein Gott, die blauen Sommersprossen sind voll putzig! Ich wünschte, ich hätte immer blaue Sommersprossen. Okay, und nun bin ich fertig mit dem Regenbogen-Make-up. Hä? Was ist das? So viele Lichter! Wow, das ist die Regenbogenparty. Hier geht's richtig ab. Wow, dein Make-up ist voll schön. Hast du das selber gemacht? Das ist so lustig. Die Regenbogenparty war echt eine gute Idee. Na, der Unterricht ist nicht mehr derselbe, seit wir alle Smartphones haben. Frag einfach den Lehrer. Ja, Zeit, die Handys abzugeben. Oh, schnell verstecken. Seid ihr dann fleißig am Lernen? Oh, ich hab fast gewonnen. Och, ich hasse es hier. Ach, als ob ich was über Photosynthese lesen will. Ja, wenn du dein Handy benutzen willst, musst du extra gerissen sein. Oh, die Antwort lag die ganze Zeit vor mir. Lege dein Handy mit dem Display nach unten hin und ziehe eine Linie mit etwas Heißkleber. Ja, bis ganz nach unten. Klebe dann einen Buntstift an. Perfekt. Nur noch ein paar mehr. Sieht irgendwie cool aus, oder? Wenn ich jetzt Selfies mache, ist mein Handy nicht sichtbar. Ich benutze nur meine Buntstifte. Ja, was für ein Idiot. Diese Hack ist einfach genial. Ah, was ist jetzt dran? Meine Utensilien liegen schon bereit. Aha, wie schön für dich. Yeah! Hä? Wer ist das? Oh, wow!
los geht's. Ich fühle mich inspiriert. Emojis stehen für Spaß mit Formen. Ich male einen Kreis. Aha, ich könnte etwas extra Hilfe gebrauchen. Geht doch nichts über frische Farbe. Hey, pass doch auf. Das ist dir egal, hab ich recht? Wow, sie ist echt unglaublich. Tja. Huh. Das ist interessant. Einen Augenblick. Ich fange nochmal von vorne an. Rein mit dir, gelbe Farbe. Perfekt. Jetzt kann der Spaß beginnen. Und auffüllen. Das sieht lustig aus. Weißt du schon, was das wird? Ein Emoji schon vergessen? Das ist mal was anderes. Hey, Wendy. Oh, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich glaube, mein Bild ist besser. Ist das cool oder ist das cool? Oh, das hätte mir auch einfallen können. Und überall waren nur noch Blumen. Verrückt, oder? Yep. Was geht, Mädels? Huh? Oh, hey du. Wir haben gerade erst über Blumen gesprochen. Bin ich nicht hinreißend? Oh, hör auf. Okay, wir malen dich. Aber mit was? Ich habe keine Pinsel. Von Wendy kann ich bestimmt keinen nehmen. Oder doch? Der hier sieht echt gut aus. Gut, jetzt eine dickere Linie. Hey, das ist mein Pinsel, Jennifer. Der gehört dir nicht. Nein! Sieh nur, was du angerichtet hast. Dann male ich eben ohne Pinsel weiter. Und zwar mit der Flasche. Drücke das untere der Flasche in die Farbe. So entstehen Blüten auf dem Bild. Voll einfach, findest du nicht? Nur noch ein paar mehr. Eine feine, runde Sache. Probiere nun andere Farben aus. So langsam sieht es echt schön aus. Und? Nicht schlecht, oder? Das Bild ist nicht mehr zu retten. Mein Bild ist echt gut geworden. Unfair! Immerhin hast du dein Bestes gegeben. Für mich? Das ist echt lieb von dir, Jennifer. Farbhände. Du kannst mich später umarmen. Hey, was geht da vor sich? Wow, bist du dabei? 1, 2, 3. Wow, was soll ich damit nur anfangen? Oh, ich kaufe mir damit, was ich brauche. Hä? Was ist das? Auf jeden Fall eine Farblieferung. Mal sehen, was darin ist. Augenblick mal, das ist es. Schneide die Spitze der Tüten ab. So hat die Farbe freien Lauf. Und noch einmal. Möge das Farbrennen beginnen. Oh yeah, seht euch all die Farben an. Die Schwerkraft erledigt den Rest. Dabei zusehen macht Spaß, oder? Weiße Farbe macht es noch interessanter. Hitchpatch! Das ist sowas von cool. Sieh dir das an. Fertig. Gefällt es dir? Voll weird, oder? Ja, aber zieh dir das rein. Wie hast du das nur gemacht? Wieder gewonnen. Was zum... Oh, die Stunde ist schon um. Na gut, meine Arbeit ist getan. Ich wisch das gleich ab. Ich hatte wirklich Spaß. Also, ich bin da mal weg. Was? Ich war noch nicht fertig. Und was machen wir jetzt? Wie buchstabiert man Renaissance nochmal? Ah, okay, Konzentration. Meine Hand wird ganz müde. Wie heiße ich nochmal? Komm schon. Hä? Was? Das ist wahre Folter. Ich ruhe mich nur ganz kurz aus. Wer hat das Licht eingeschaltet?
Moment mal, ist das Tageslicht? Ja, ich bin echt eingeschlafen. Wer ist die Hexe in meinem Spiegelbild? Ich kann so doch nicht in die Schule. Nachtschichten sind schrecklich. Was riecht hier so gut? Hier ist was, was ich brauche. Und zwar jetzt. Ja. Hey, da ist nicht für dich. Warst du wieder die ganze Nacht wach? Mein Opfer, um eine Eins zu bekommen. Ich mach einfach meinen eigenen. Ein frisches Glas Honig? Vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Zuerst schmierst du die Zutaten in einer Schüssel. Nimm einfach einen Löffel Kaffeepulver. Und etwas Honig. Lass den Honig vom Löffel tropfen, direkt auf das Kaffeepulver. Und gib etwas Wasser hinzu. Die Zutaten sollten sich vermischen. Nimm ein Wattepad und schneide es durch. Gib es nun vorsichtig in die Schüssel. Sie sollten sich schön vollsaugen. Lege die guten Stücke dann einfach unter deine Augen. Das Koffein wirkt Wunder bei geschwollenen Augen. Und nun warten. Schön sein erfordert so viel Arbeit. Und ich so, Lilly? Ich rufe dich zurück. Lilly? Du bist auf der Küchentheke eingeschlafen. Was? Deine Augen? Was immer du getan hast, hat Wunder bewirkt. Ja! Kaffee ist einfach das Beste. Ist es schon morgen? Oh, ich bin beim Lesen wieder eingeschlafen. Und das beim besten Teil. Was passiert als nächstes? Ich kann mich doch nicht fertig machen, während ich lese, oder? Auf zu Kapitel 4. Oh, Pfannkuchen passen gut dazu. Und was dann? Ah, oh, danke, Mama. Warte, ja, so kann ich nicht zur Schule. Okay, jetzt kann's losgehen. Der Morgen beim beliebten Mädchen sieht ein bisschen anders aus. Oh, das war der schönste Traum, den ich je hatte. Ich darf mein Morning-Selfie nicht vergessen. Meine Follower killen mich sonst. Ich strahle richtig am Morgen, huh? Schon 24.000 Likes? Yoga am Morgen bringt mich immer in die Mitte. Tief einatmen? Ach, das ultimative kalorienfreie Frühstück für Champions. Ich kann doch nicht zur Schule gehen, wenn mein Haar nicht wunderschön und wallend ist. Sieht gut aus. Und genau damit passiert die wahre Magie. Ich zieh mich lieber um. Was zieh ich an? Was zieh ich an? Oh ja, das wird einigen den Kopf verdrehen. Den Haaren zu wechseln. Hm? Wo kommt diese Locke her? Oh, schau dir all diese dummen Wellen und Locken an. Werdet glatt, verdammt nochmal. Funktioniert das Glätteisen überhaupt? Hm, vielleicht ist es nicht heiß genug. Ich sollte es testen. Was? Das ist nicht mal warm. Kein Wunder, dass meine Haare nicht glatt werden. Oh hey, meine Aloe-Pflanze, das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche nur einen Stängel der Aloe-Pflanze. Ich schneide das Ende ab und jetzt schneide ich es vorsichtig der Länge nach in zwei Hälften. Ganz langsam. Ich will mich nicht versehentlich schneiden. Okay, ich habe das Ende erreicht. Ich nehme einfach die beiden Teile auseinander und jetzt brauche ich wieder das Messer für den nächsten Schritt. Ich mache Schnitte den ganzen Stängel entlang. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht ganz durchschneide. Erledigt! Jetzt sind beide Teile bereit und es geht los. Okay, die beiden Aloe-Hälften sind jetzt das Glätteisen. Ich ziehe sie langsam bis zu den Haarspitzen runter. Wow, schau dir all das Aloe-Gel an. Das ist auch gut, um Verbrennungen zu behandeln. Haarschwung! Au! Kaum zu glauben, dass ich mir den Kopf gestoßen habe.
Okay, ich versuche es nochmal. Haarschwung. Jetzt, wo die Haare trocken sind, sind sie total glatt. Nimm das, kaputter Glätter. Ich habe dich nicht gebraucht. Ich und die Aloe haben einen tollen Job gemacht. Wow, Wissenschaft kann echt interessant sein. Oh, eine Nachricht. Oh nein, ich habe Ginas Geburtstag vergessen. Was schenke ich ihr? Gibt es hier etwas, das ich benutzen könnte? Das ist ein Anfang. Fehlt nur noch ein Geschenk. Wow, ouch. Hey, die Schleife kommt gut. Das wird wehtun. Okay, dann wollen wir mal. Das wird super. Hey, sieht voll schön aus. Aber was lege ich hinein? Eine Puppe? Huh. Oh, noch eine Puppe? Die kann ich gebrauchen. Nope. Blumen, das ist eine gute Idee. Die sind echt schön. Woher kommen nur diese Bienen? Ich wurde gestochen. Oh, lieber nicht. Das ist eine gute Idee. Wem mache ich etwas vor, als ob? Na los, denk nach. Oh, ich hab's. Ich kann ihr ein Tagebuch machen. Du brauchst ein normales Notizbuch. Öffne die Rückseite des Buchs und fahre mit etwas Kleber auf der Seite entlang. Vergiss nicht, die Ober- und Unterseite zu bekleben. Dann brauchst du eine pinke Schleife. Befestige die Schleife am Kleber. Wiederhole das mehrmals mit pinken Schleifen auf der Unterseite. Bist du damit fertig, brauchst du eine grüne Schleife. Befestige die grünen Schleifenbänder an der Seite. Achte darauf, dass keine Lücken entstehen. Schließe nun das Notizbuch. Falte die pinken Bänder über das Notizbuch. Jetzt fädelst du die grünen Bänder wie ich an den pinken Bändern ein. Mache das mit jedem grünen Band bis ganz oben hin. Sieht aus wie ein Schachbrett. Öffne wieder das Notizbuch. Fahre mit dem Kleber auf der Oberseite entlang. Falte die überschüssigen pinken Bänder über den Kleber. Drücke die Bänder fest auf den Kleber. Fahre mit dem Kleber nun wie ich über die Bänder an der Seite. Achte darauf, nur drei Seiten zu bekleben. Lege nun ein Blatt Karton darüber. Drücke feste drauf, damit es kleben bleibt. Perfekt, ein DIY-Tagebuch. Hoffentlich freut sich Gina. Ich bin bereit für Ginas Geburtstag. Ich habe etwas für dich. Wow. Papierschnipsel. Danke. Dein Ernst? Sieh genauer hin. Ach so. Dankeschön. Du bist der Beste. Ich weiß. Ich muss nur noch diese Aufgabe beenden, dann ist Mittagszeit. Wow, Annie sieht so gut aus. Wow, Annie, dein Haar ist so lockig. Danke, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Oh, Annies Haare sind spektakulär. Annie, das steht dir ganz ausgezeichnet. Oh, hör auf, jetzt fängst du an zu flirten. Mein Haar ist einfach nur langweilig und platt, wie immer. Hey, ich glaube, dieser Stift könnte mir helfen, das zu ändern. Ich wickle einfach die Haare drum und warte einen Moment. Tada! Das hat wohl nicht funktioniert. Jetzt bin ich wieder total deprimiert. Oh, wir sollten lieber wieder lernen. Okay, ich versuche mitzuschreiben. Mist, mein Stift schreibt nicht. Ich werde ihn anpusten, das hilft meistens. Hey, hast du einen Stift, den ich mir leihen kann? Oh, sorry, das ist der einzige, den ich habe. Eva, kannst du mir einen Stift leihen? Oh, du siehst so traurig aus. Mein langweiliges Haar hat mich deprimiert. Oh, ist das alles? Ich kann dir helfen, Locken zu bekommen. Schau, zuerst nehme ich nur eine Strähne. Ich benutze zwei Finger und wickle deine Strähne um sie herum. Dann ziehe ich das Ende durch. Und ziehe es etwas nach unten, damit es fest sitzt. Das sieht so einfach aus. Ich kann es kaum erwarten, die Locken zu sehen. Halt, zieh es noch nicht raus. Du musst mindestens eine Minute warten. Okay, ich zähle die Zeit runter. Okay, jetzt löse ich es. Wow, ich kann nicht glauben, wie lockig sie sind. Jetzt habe ich einen Kopf voll lockiger Haare. Eva, das steht dir total gut. Danke, Annie. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Immer wieder gerne, Eva. Und jetzt zurück zum Flirt. Warte, wo ist er hin?
Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Das passt einfach zusammen. Ohne mich hätte sie nicht diese Haare. Njam, njam, njam. Du schmeckst so gut, Wassermelone. Oh, ich bin müde. Hi, kleiner Bruder. Hey, ich spiele mit... Was? Warum schreist du denn so? Oh nein, 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 mein Gesicht, das ist ja furchtbar. Oh, mein Spiegel. Hilfe, ein Monster, nimm das. Oh, was hast du wieder angerichtet? Du bist unmöglich. Sorry, aber du hast mich erschreckt. Ich lauf lieber weg. Echt jetzt? Soll ich jetzt etwa für ihn aufräumen? Typisch. So habe ich mir den heutigen Morgen wirklich nicht vorgestellt. Aber Moment mal. Das ist eine Aloe. Die hilft mir bestimmt bei meinen Hautproblemen. Schneide einfach das Aloe Vera Blatt auf. Und nimm das Aloe Gel heraus. Das gibst du in den Mixer. Und dann ist Zeit zu mixen. Sieh nur, wie klebrig und schmierig das ist. Und schaumig ist es auch. Okay, das ist erstmal genug. Das kommt jetzt in eine Schüssel. Die Maske hier kommt nun in die Aloe-Mischung. Einmal kurz umrühren und fertig. So, und nun ist die Maske bereit zum Einsatz. Die Maske kommt aufs Gesicht. Oh, sehr schön. Es dauert auch nicht lange, bis es wirkt. Hi, bin wieder da. Bist du noch ein Monster? Oh mein Gott, er ist manchmal so ein Vollpfosten. Aber hey, meine Haut fühlt sich wieder sehr weich an. Und die Maske gebe ich nun einfach auf sein Gesicht. Schnell weg hier. Oh wow, so viele schöne Frisuren. Die sind richtig schön. Ich will eine neue Frisur. Nur welche? Ich probiere mal was aus. Wo ist die Schere? Okay, bin bereit. Sei tapfer, das sind nur Haare. Also, an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Gib mir die Schere. Das war echt knapp. Oh, ich werde nie eine neue Frisur haben. Oder etwa doch? Ich habe da eine Idee. Mit einem Haargummi binde ich diesen Zopf. Den Zopf ziehe ich nach vorne. Nun flechte ich die restlichen Haare. Das wird richtig gut aussehen. Bin gleich fertig. Okay, geflochten. Nun teile ich den oberen Zopf auf und ziehe den Flechtzopf hindurch. Ich ziehe ihn komplett durch. Und nun kommt der Pony. Das ist ein Fall für mein Glätteeisen. Etwas Hitze macht den Pony schön glatt. Dann richte ich den Pony. Perfekt, sieht mega aus. Ich gehöre auch in ein Magazin. Was hast du mit deinen Haaren angestellt? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch noch die Schere. Ich bin eben eine gute Stylistin. Wo ist das Ding? Mann, mein Blender ist zerstört. Ich drücke das nicht mehr auf mein Gesicht. Nimm dieses Ding von mir weg. Warum nimmst du nicht einen von denen hier? Sie sehen sich irgendwie ähnlich. Ich versuche es mit der Foundation. Gar nicht mal so schlecht. Das deckt perfekt meine Haut ab. Was für eine brillante Idee. Solange du ihn nicht versehentlich isst. Ah, Brian ist so süß. Er will morgen mit mir ausgehen. Yes! Sophia! Was? Ich habe morgen ein Date mit Brian. Ja, das werde ich. Nein, glaubst du mir etwas nicht? Was meinst du damit? Oh nein! Alles, aber bitte kein großer Pickel. Sorry, Mädchen. Bist immer noch hübsch, mach dir keine Sorgen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber vielleicht kann ich. Versuche es mit dieser Knoblauchzehe. Was? Reibe sie direkt auf den Schandfleck. Der Saft beseitigt die Entzündung. Und morgen wird dieses Ding weg sein. Ha, das war eine schöne Nacht. Ich glaube, er ist weg. Sophia! Ach, schau mal, wer pickelfrei aufgewacht ist.
Wow, was für ein einfacher Trick. Du machst dich besser fertig. Nenn mich einfach die Pickelflüsterin. Niemand darf mich sehen. Niemand. Puh, ist jemand in Sicht? Ich bin wohl alleine. Oh, Ava, du bist meine Traumfrau. Okay, jetzt oder nie, bevor mich noch jemand sieht. Sie wird sich bestimmt über diesen Cupcake von mir freuen. Oh nein, da drüben ist sie ja schon. Ich muss schnell verduften. Ich verstecke mich hier. Okay, gleich hat sie den Cupcake. Sie checkt noch ihr Handy. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Da ist Jake. Hi, Ava. Hier, die sind für dich. Für mich? Wow, die sehen voll gut aus. Ich probiere die Erdbeere zuerst. So gut. Willst du eine? Nein, das ist unfair. Er hat mir eins ausgewischt. Okay, das ist mein Moment. Sie wird sich bestimmt über Tulpen freuen. Hi, Ava. Hä? Wer ist da? Oh, hi. Gibt es etwas, das du von mir brauchst? Oh, nee, schon gut. Na gut. Die Rosen riechen sowas von gut. Ava braucht ein Blatt Papier. Das ist meine Chance. Hier, Ava, nimm mein Notizbuch. Nur zu, bediene dich. Ich weiß, dass du Lila liebst. Oh. Sie wird bestimmt Jakes Sachen nehmen. Ich habe 3 Stück nur für dich alleine. Wow, dein Notizbuch sieht voll interessant aus. Was? Echt jetzt? Du brauchst viele Pailletten, Perlen und andere lustige Dinge. Ich habe verschiedene Farben genommen. Dann habe ich den Deckel von der Chipsdose genommen. Mit Heißkleber bin ich den Rand entlang gefahren. Dann habe ich es auf das Notizbuch geklebt. Und fertig! Jede Menge glitzernder Spaß für mich. Was? Du hast das selbst gemacht? Ich habe auch Tulpen für dich. Es gibt nichts Tolleres als Kunst. Voller Ausdruck, emotional und manchmal auch ziemlich weird. Aber wie auch immer du das siehst, wir brauchen alle ein bisschen Farbe in unserem Leben. Also plündern wir die Farbenläden und schnappen wir uns Pinsel und Stift. Es wird Zeit für eine lustige Farbchallenge. Ich frag mich, was das ist. Ich bin so aufgeregt. Bisher bin ich aber ziemlich enttäuscht. Ja, genau, oder? Was ist das für ein Geräusch? Überraschung? Immer noch nichts. Hallo, wir warten. Wow, das war ziemlich cool. Wow, sollen wir es aufmachen? Naja, das gehört mir. Hey, gib her, das war meine Idee. Finger weg. Du bist voll gemein, Chris. Uhu, Seifenblasen. Ist mir doch egal. Aber die sind schon schön. Darf ich mal? Nein. Oh, bitte. Das macht voll Spaß. Hey, guck mal da. Das bringt mich auf eine Idee. Das wird richtig gut. Nimm dir eine Leinwand. Streiche dann Farbe mit einer Rolle drauf. Die gesamte Leinwand muss bedeckt sein. Und nun nimm dir einen Kaffeebecher und tunke ihn in weiße Farbe. Und presse ihn auf die Leinwand. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Und nun male bunte Spiegelungen in die Kreise. Nimm ruhig verschiedene Farben, damit es realistischer aussieht. Wir versuchen hier, das Licht in den Seifenblasen festzuhalten. Sieht echt gut aus! Und nun noch ein paar finale Details. Das ist so mega geworden! Ich bin eine wahre Künstlerin! Hey Chris, ich habe jetzt meine eigenen Seifenblasen! Was? Na, neidisch? Kann ich das mal haben? Lass uns tauschen. Gib her! Wow! Hä? Wo ist denn die Seife? Das Ding ist leer. Wie unfair. Oh, hab wohl vergessen zu erwähnen, dass ich's leer gemacht habe. Das ist nicht lustig. Die Party ist mega. Oh, ist der süß. Hey, coole Tanzmoves. Oh my gosh! Sein Ernst? Was hat die, was ich nicht habe? Sollte ich meine Haare mehr schütteln? Du tanzt richtig gut. Wieso funktioniert das nicht? Oh, das ist unfair. Ich kann nichts dafür, dass meine Haare nicht länger sind. Alles in Ordnung? Was ist los? Ich hätte gern so lange Haare wie du. Das hier? Das liegt nur an der Frisur. Ich helfe dir. Zuerst kommt der Haargummi weg.
Das obere Haar kommt in einen Zopf. Und hier oben ein kleines Pferdeschwänzchen. Dann ziehen wir die Seiten nach oben. Mit einem anderen Haargummi binden wir die Haare fest. Sitzt, wackelt und hat Luft. Dieser Look steht dir super. Und was sagst du? Wow, sind das wirklich meine Haare? Vielen Dank, du bist die Beste. Na los, lass uns tanzen. Hey, du bist ja zurück. Wow, das ist ja eine tolle Nacht. Schüttel dein Haar, Mädel. Wuhu! Mädels, seid bitte vorsichtig. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Ich hätte Leggings anziehen sollen. Oh yeah. Da ist Ava. Annie? Hey! Meine Hose! Schön, dich zu sehen. Hey, du meine Güte, ich muss dir so viel erzählen. Wo fange ich nur an? Mein Bauch ist aufgebläht. Oh Mann. Oh. Warte kurz. Hallo? Ich rufe später zurück. Jedenfalls ist dann... Keine Ahnung, wie lange ich noch so sitzen kann. Wie? Jetzt sofort? Sorry, ich muss los. Oh, so ein Glück. Phew. Hey, Annie, da bist du ja. Und wieder zumachen. Dieser Ort ist historisch sehr interessant. Aha. Ja, was du nicht sagst, aha. Oh Mann, das fühlt sich nicht gut an. Und naja, oh, ich muss los. Bis bald. Ist die Luft rein? Yes? Pio, so ein Glück. Es ist Sommer. Was bedeutet, dass Achselhaare verschwinden müssen? Oh, ich mach mir gleich in die Hose. Ah, pass doch auf. Betty? Wo ist deine Augenbraue? Ich habe sie versehentlich abrasiert. Das war ein Unfall, okay? Leg den Rasierer ab, Betty. Bitte. Stopp! Was? Kannst du nicht sehen, wie scheußlich das aussieht? Lass mich kurz nachdenken. Dieser Löffel hat die perfekte Kurve. Ich kann damit eine Augenbraue formen. Ich folge der Linie, siehst du? Und dann muss ich es nur ausfüllen. Das funktioniert echt gut. Du wirst nicht mal merken, dass sie weg war. Schau es dir an. Lass mal sehen. Du bist wohl ein Schminkexperte, Lilly. Oh Mann, das war knapp. Oh, richtig. Ich habe mir das Video angeschaut und bin abgeschweift. Sie hat ihr Gesicht geformt oder so. Ich schau weiter. Alles klar, es ist trocken. Bitte nimm es mir jetzt ab. Oh, es fühlt sich gut an, wieder blinzeln zu können. Okay, das ist also die Form. Ich gieße das Epoxid hinein. Ich habe diese rote Farbe gewählt, weil, warum nicht? Es ist cool. Schaut nur, wie sie die Form ausfüllt. Und natürlich muss auch das trocknen. Fertig. Ich nehme es direkt aus der Form. Oh, wow, das sieht echt cool aus. Ich stelle es einfach zu dieser Kunstausstellung. Da gehört es definitiv hin. Hey, Cheryl, das sieht dir total ähnlich. Das Wasser ist nun heiß genug für die Suppe. Ah, darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Das schmeckt auch echt gut und ist wohltuend. Mal sehen, was es in der Glotze so gibt. Ich schalte besser um. Hey, ihr da draußen. Heute zeige ich euch mein neues Zuhause. Kommt mit. Das ist mein Partyraum und hier spielt ein DJ rund um die Uhr. Ein DJ. Sieht funky aus. Hä? Oh, mein Fernseher spackt ab. Na los. Und das ist mein Büro mit meinem neuen PC und meinem Gaming-Lenkrad. Yep, ich bin die Beste. Wenn ich mich vom Stress erholen will, nehme ich ein Bad. Wow. Heiß. Und wenn ich müde bin, decke ich mich einfach mit meinem Geld zu. Alter, ich sollte aufhören, das zu schauen, sonst werde ich noch neidisch. Ich sollte mich erstmal sauber machen. Ich wünschte, ich hätte solche Badebomben. Aber stattdessen muss ich nun diesen kratzigen Schwamm benutzen. Oh Mann, jetzt ist mir auch noch die Seife runtergefallen. Wo ist meine Seife? Da ist sie ja. Komm zurück. Diese bunten Badebomben gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Moment mal. Ich habe eine Idee. Okay, ich beginne mit einer leeren Schüssel und gebe Backpulver hinzu. Das gebe ich in die Schüssel. So viel sollte reichen.
fehlt nur noch etwas Zitronensäure. Und es kommt noch etwas Kokosöl hinzu. Das duftet. Nun vermische ich die Zutaten miteinander. Das Pulver wird etwas klumpig. Perfekt, ich habe eine große und viele kleine Schüsseln. Für die Farbe brauche ich Lebensmittelfarbe. Das wird richtig schön. Das vermischt sich gar nicht so einfach. Ich muss echt weiterrühren. Zeit für die Silikonform. Die Schüssel mit dem weißen Pulver habe ich glatt vergessen. Ab in die Form damit. Ich gebe das Pulver mit einem Löffel in die Form hinzu. Okay, und nun will ich die Farben hinzufügen. Die bedecke ich dann noch mit mehr weißem Pulver. Sehr gut, die bunten Stücke werden nun bedeckt. Die Oberfläche bespritze ich mit etwas Antiseptikum, damit es zusammenhält. Soweit, so gut, und nun kann ich es aus der Form nehmen. Okay, ich kann es kaum erwarten, diese Badebomben zu benutzen. Meine Badebombe ist noch viel besser, weil ich sie selbst gemacht habe. Ab ins Wasser damit. Wie das blubbert und schäumt. Seht nur, da sind die ganzen Regenbogenfarben. All diese Farben machen mich so glücklich. Zum Glück habe ich die Suppe verschüttet. So ein toller Tag. Was als einen großen Hotdog mit Ketchup? Das reicht mir schon. Ich nehme das, danke. Ja, genau, eine dicke Schicht muss drauf. Oh, ekelig. Nun, wo war ich? Es ist soweit. Komm zu Mama. Was war das? Mein Shirt. Wie konntest du das nur tun? Das war ein Unfall. Lass mich das in Ordnung bringen. Nein, nicht weinen. Ich weiß nicht. Aha. Ich bring das in Ordnung. Okay, probieren wir es mal. Siehst du, wie der Stift im Wasser ausläuft? Und hier kommt die Sprühflasche ins Spiel. Bereit? Dieses Shirt bekommt ein Makeover. Drehe es mit einer Gabel so ein. Und dann bündle es mit deinen Händen. Befestige es dann mit Gummibändern. Und besprühe es mit dem gefärbten Wasser. Nutze verschiedene Farben, um es interessant zu machen. Mache jeden Abschnitt andersfarbig. Sieht fertig aus. Und siehe da, dein fertiges Meisterwerk. Das sieht ja noch viel besser aus als vorher. Man sieht nicht mal mehr den Ketchup-Fleck. Hab dich lieb, beste Freundin. Das war die ganze Zeit mein Plan. Das. Warte, was ist das? Oh, die sieht flauschig aus. Es gibt auch eine Babygiraffe. Die gehört mir. Oh? Okay, dann gehört mir die Babygiraffe. Meine Giraffe ist viel besser. Okay, nicht bewegen, ich muss dich abmalen. So weit, so gut. Was machst du da? Ich untersuche die Giraffe. Oh, gute Idee. Wie läuft es bei Justin? Voll realistisch, oder? Ich nenne ihn Gary. Das sieht gar nicht wie eine Giraffe aus. Das wird etwas schwierig. Der richtige Winkel ist das A und O. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand so auf das Papier und fahre sie nach. Dann male ich ein Gesicht dazu. Und schon ist es eine Giraffe. Nun wird sie noch angemalt. Der Braunton passt perfekt zu ihr. Der Rest wird gelb angemalt. Vorsichtig, ich will schließlich nicht über die Ränder malen. Jetzt ist der Hals dran. So, das reicht. Zum Glück ist mir das eingefallen. Ja, okay, das ist echt cool. Sorry, Gary. Das ist für dich. Dankeschön. Dieser Tee tut echt gut. Ich liebe ihn. Was zum Teufel? Oh, ich sollte echt losgehen und meinen Tag starten. Hat sie ernsthaft die Tasse einfach da abgestellt? Hat sie denn nicht gesehen, dass ich putze? Warte, ein Abdruck auf dem Tisch. Nein. Wenn ich stark genug schrubbe, geht er vielleicht weg. Moment, sie hat noch eine Tasse und die stellt sie da ab. Und noch ein Abdruck. Ah, so gut, ich liebe diese kleine Raketentasse. Ihr Ernst? Ich renne ihr komplett hinterher. Warte, schon wieder?
Wie kann Sunny bitte aus so vielen Tassen trinken? Und sie lässt sie einfach überall stehen, auf jeder Oberfläche. Ich hab genug. Ich bin hier nur am Putzen. Vielleicht ist da noch was zum Trinken drin. Hä? Eine Orangenscheibe? Oh, das lege ich auf Plastik und schnapp mir die Klebepistole. Ich male einen Kreis aus Heißkleber um die Scheibe. Es muss nicht perfekt sein. Die Frucht ist ja auch nicht perfekt rund. Aber ich muss sicher gehen, dass es dick genug ist. Nur noch ein bisschen mehr, um es dicker zu machen. Perfekt. Jetzt peppen wir es etwas auf. Und zwar mit Goldglitzer. Es muss nicht viel sein. Wir wollen es nicht übertreiben. Und nun brauchen wir Epoxid. Ich fülle den Kreis komplett aus. Die Orange muss dabei auch bedeckt werden. Der Kreis aus Heißkleber hält das Harz an Ort und Stelle. Wenn alles trocken ist, kann ich sie einfach herausnehmen. So hübsch. Aber es ist noch nicht fertig. Ich bemale die Kanten etwas. Ich benutze diese glitzernde Goldfarbe. Perfekt. Der Untersetzer ist endlich fertig. Mein Gott, ist der hübsch. Noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Hey, bitte versichere dich, dass deine Tasse auf einem dieser Untersetzer steht. Ja, die habe ich selbst gemacht und sie werden unsere Möbel schützen. Okay, jetzt, wo alles fertig ist, könnte ich echt einen Snack vertragen. Moment mal. Was zum... Wo kommen bitte all diese Becher her? Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helfe dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Ah. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt doch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope, zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du?
Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar, du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Jedes Mädchen liebt Glitzer, vor allem, wenn es genau im Gesicht ist. Ist das nicht magisch? Pass auf, wir zeigen, wie man das macht. Partydekoration, check. So langsam sieht es nach einer Party aus. Ohne Ballons ist das keine Party. Ja? Was machst du denn? Ach, nasse Nägel, hallo. Tolles Timing. Also echt. Hey! Das brauche ich noch. Bist du jetzt zufrieden? Und meine Nägel sind ruiniert. Oh, wie schade. Eigentlich sind sie gut. Oh, naja, so gut wie. Oh, die sehen schrecklich aus. Ich schneide sie lieber ab. Bist du bereit? Das wird nicht wehtun. Wow, yeah. Gleich fertig. Zeig, was du kannst. Das ist anstrengend. Die sehen toll aus. Wow, ich habe eine Idee. Du brauchst einen Ballon und Nagellack, um darauf zu malen. Tunke die Nagelspitze in die Farbe. Dasselbe machst du mit allen Nägeln. Perfekt. Wenn du fertig bist, brauchst du einen Topcoat. Sieh dir diese geraden Linien an und wir sind fertig. Wow, es geht doch nichts über Teamwork. Die sind so schön. Oh, die Gäste, versteck dich. Oh je, ich bin noch nicht fertig.